Ich weiß es nicht. Weiß nicht, was wir. Also das. Warum wirft mein Bruder mir die Herzen? Ich darf Tokio haben, oder? Schaute. So, diese Phase hier, ne? Herzen. So, und jetzt? So, und einmal Wasser. So, und jetzt? Also das einmal Wasserchen kaputt gemacht. Oh Mann. Was soll das mit diesem Eimer Wasser? Ich verstehe den Boss einfach nicht. Ich verstehe ihn einfach nicht. So, jetzt nimmt er sich. Ich sehe. Diese blaue Flüssigkeit schmeckt komisch. Zwingt mich nie wieder davon zu trinken. Das hat mich genau, ne? Das verstehe ich nicht. Jetzt nimmt er sich den, oder? Ja. Ja, trink. Onkel Nabu, ich bin's, Jin, dein Neffe. Warum kennst du mit mir? Das macht doch gar keinen Sinn. In einem vorigen Leben kannte ich mal einen Jin. Aber der kannst du nicht sein, deine Haare waren blau. Komm schon, erkennst du nicht wenigstens meine Stimme? Oh, ihn etwas hier Herzen. Autsch. Hat er mich verärgert. Oh, hat er mich. Vor allem, wie stark ist denn dein Feuer? Wieder. Oh nein, da unten. Wie kann ich dafür sorgen, dass er sich den unteren nimmt? Nee. Ja, oh Gott. Ja. Ja.
Und dann, 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 down. Down. Aber wenn er sich den ganz unten schnappt, ist das doch scheiße. Was will ich da? Hä? Bruder! Also jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass das Ding hier unten nichts macht. Nein! Nein! So, und den... Ups. Autsch. Ich glaube, den muss ich jetzt einmal durchlassen. Nee, jetzt hör doch mal auf. Lass mich, ich bin doch nur der Ratte. Kann ich das ablenken? Hier unten nicht die Fässer kommen. Nimm ein anderes Fass. Hilfe! Hilfe! Jetzt wird er sich doch wieder einschnappen, der unten ist. Kann man das hier irgendwie verlegen? Ich weiche mit. Hilfe! 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 Ich bin schon wieder gefallen. So, ja, nu? Haben sie keinen Topf gekriegt. Er nimmt sich jetzt trotzdem irgendwas, oder was? Ich weiß es nicht. Ich finde, der Boss ist scheiße. Er ist einfach so rotze Kacke. Das Ding macht doch, was es will. Wir müssen irgendwie dafür sorgen,
das aber ein ganz anderes Fass nimmt. Aber wie? Wenn ich ihn die oberen kaputt mache, dann schnappt er sich einfach nicht die unteren. Er tut es ja einfach nicht. Nimm den Top da unten. Bitte nimm ihn da unten. Ich hab keinen Bock mehr. Ich weiß es nicht. Oh, das ist ja einfach. Oh Mann! Ja, total einfach. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ja, so geht's wenigstens. So, den macht er auch ganz komisch. Überlegt, überlegt, überlegt. Und macht da oben rein. So, jetzt schiebe ich ihn da runter. Und dann nimmt er sich den. Aber wie kriegen wir ihn hoch? Jetzt wird sehr schwer. Jetzt kommt das Schwere. Oh, Einsatz verpasst. Scheiße. Habe ich hier irgendwie was Bombenmäßiges? Okay.
aber auch nicht umlenken, oder? Er startet sowieso immer von da. Schießt da rüber und macht hier. So, nu. Ach, das darf man nicht sehen. Muss genau. Okay, nicht. Jetzt weiß ich das. Also jetzt kommt erstmal dieses Stück hier. Den habe ich einfach gar nicht gesehen. Jetzt guckt er. Nichts, nichts. Jetzt geht er andere Seite. Nichts. Jetzt nimmt er. Geschafft. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe geschummelt. Ich musste nachgucken, wie das funktioniert. Ich habe geschummelt. Und wir haben die letzte Perle. Juhu! Ich bin ein Mensch! Die letzte heilige Kugel war an Onkel Nabu Stab. Ob Mystikat das wusste? Keine Ahnung, aber er wird uns einiges erklären müssen, wenn wir ihn finden. Wenigstens hat Onkel Nabu nicht mehr diesen irren Ausdruck im Gesicht. Ich würde eher sagen... Achtung! Mystikat! Was hast du mit uns gemacht? Nein, meine Kugel... Nein, die Heiligenkugel! Nein! Wir sind nicht mehr aus Stein. Aber wie? Was ist mit mir passiert, Jin? Warum sind wir mit einer fliegenden Echse im königlichen Keller? Ich bin Zicke. Ich bin's. Zicke. Du bist ja diejenige, der mich verwandelt hat. Onkel, während Mystikat dich für seine üblen Pläne missbraucht hat, lag ein Zauber auf dir. Wie kann er es wagen? Moment. Ich habe gesehen,
wie er mit einem unheimlichen Dämon sprach, als ich meinen Auftritt als Hofnarr übte. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich schnell den König warnen wollte und dann hatte ich mich nicht mehr unter Kontrolle. Ich kann nicht fassen, dass Mystikatz uns dazu gebracht hat, diese heiligen Kugeln zu sammeln, nur um sie dann für sich selbst zu stehlen. Ich vermisse jetzt schon meine andere Gestalten. Die waren eigentlich ziemlich cool. Ein Augenblick. Mystikatz hat die heiligen Kugeln? Ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Und es ist nichts Gutes. Mir nach, Jungs. Oh nein, die Tore zum finsteren Reich müssen immer geschlossen bleiben. Sonst ist Monster World auf ewig verloren. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Gehen wir hinein und räumen wir ein für alle Mal auf. Ja, das hat wohl nicht funktioniert. Leid, dass wir uns ein gutes Versteck suchen. Der Dämon wohl gerne einen persönlichen Hofnarr hätte? Es muss doch einen Weg geben. Wir dürfen einfach nicht aufgeben. Schon oft hat sich das Böse erhoben, um Monster World in Schatten und Verzweiflung versinken zu lassen. Aber wenn diese dunklen Zeiten anbrechen, steht den Bewohnern des Königreichs immer ein Held zur Seite. Jin, jetzt bist du an der Reihe, dich dem Bösen entgegenzustellen und es wieder dahin zu verbannen, wo es herkommt. Nutze deine neu erwachten Kräfte, um durch das Tor zu schreiten und auf dein bisher größtes Abenteuer zu gehen. Ich drücke B. Was zum... Wie Jin durch das Tor gelangt? Keine Ahnung, aber ich hoffe, er ist bereit, sich dem zu stellen, was dahinter erwartet. Mach sie fertig, Jin. Wir warten hier, falls du uns brauchst. Menschentalisman. Dieser außergewöhnliche Talisman gewährt dir eine Teleportationsfähigkeit, mit der du Angriffen ausweichst, Gegner überrascht und Hindernissen überwindest. Fenster rein. Also, tschung. Also, dashen. Ciao. Bon. Ich bin ein Mensch. Da oben rechts geht's jetzt weiter. Das finstere Reich. Tschung. Macht irgendwie Spaß. Oh nein, ich habe keine Tiere mehr. Tschüss, Bombe. Okay, ich würde aber sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Das, meine Kinder, machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, alles hat so weit hingehauen. Tschung. Warum habe ich die ganze Zeit Bomben? Ja. Hier rein. Und dann würde ich sagen, vielleicht gucken wir mal, wie wir... Warte mal. Das mache ich jetzt nochmal eben schnell. Wo man eigentlich in den Boden reinkommt. Ein Korken am Tag hält die Geheimnisse im Zaun. Muss man doch bestimmt so machen, oder nicht? Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, die nächste Folge kommt jetzt nicht allzu lange später. Ich meine, wir haben ja jetzt ein paar Folgen gehabt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall. Dann kann ich mich verstecken. Ah, kann ich nicht. Schild weg am besten. Oh, warte mal. Das machen wir jetzt nochmal eben. Die goldenen Teile noch eben wegbringen.
Kann ich die überhaupt hier wegbringen? Oder muss ich dafür zum Extraschmied? Also zu jemand ganz anderen. Muss ich ja irgendwo hinbringen, aber nicht hier, wa? Für einige Verbesserungen benötigen wir bestimmte Rohstoffe. Nein, dafür, ich brauche keine Informationen. Ja, ist ja gut. Ist in Ordnung. Oh, ich brauche noch. Nee, wir müssen nach... Nach irgendjemandem bestimmten. Komm hin, nicht hin. Ich kann auch so nach oben dashen. Nicht cool. Tschung, tschung, tschung. No. Na gut. Nächste Folge. Haust rein. Bis dahin. Tschüss.